Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Ich befinde mich immer noch in Russland, Jenisei, und zeige euch heute, wo und wie ihr den Muxun fangen könnt, ohne diesen Whitefish-Kunstköder zu haben. Denn das Problem ist, dieser kostet 15 von diesen Angler-Tokens. Es geht auch günstiger. Denn ihr müsst eigentlich nur gucken, dass ihr, ich glaube, 7 oder 8 Angler-Tokens habt. Dann holt ihr euch so ein Reiseticket und geht nach Finnland. Und holt euch hier den Vipsalmon GT1. Der kostet auch nur Silber und keine Marken. Aber jetzt erstmal dazu, wo stehen wir und wie sieht unser Setup aus. Wir stehen hier bei der Bodenränke, bei der Brasse und, dem Karauschen-Spot. Das heißt, ihr stellt euch hier, startet hier. Schnappt euch das Boot, fahrt hier runter, direkt hierher und dann einfach hier voll auswerfen. Vorsicht, Beifang kann auch ein Grashecht sein, wie man hier sieht. Auch ein 7 Kilo, da 1 Kilo, aber hier eine kleine, ein kleiner Vipsalmon GT1, hier nochmal ein kleinerer. Wenn wir hier mal gucken, bei meinem Standort ist ein kleiner Vipsalmon, ja genau, ein kleiner Muxun. So, sieht man bei mir hier, größter Fang 2,4 Kilo. Vipsalmon GT1, also geht eigentlich recht gut hier. Und ja, also kommen wir mal zum Setup. Ich habe jetzt einfach mal die hier drin. Es reicht eigentlich auch eine, die hier, die Kitana Spin 20. Weil die 18 bis 40 Gramm hat, der Köder selbst hat 38, das heißt, damit werden wir wahrscheinlich noch weiter rauskommen. Ich habe jetzt nur die genommen, weil, wie ihr es vielleicht schon kennt, man hiermit die Fische schneller reinbekommt, alleine schon mit der Belastung und so weiter. Und das Wichtige ist hier der Vipsalmon GT1, da gucken wir mal, denn es gibt davon mehrere. Nur bin ich hier immer verwirrt. Hier genau, das hier ist der Vipsalmon GT1, der GT2 geht. Ich weiß, habe ich den 200, gibt es auch den GT3, GT4, GT5. Mit dem GT2 habe ich zum Beispiel die europäische Esche gefangen. Aber für den Muxun reicht hier der Vipsalmon GT1 vollkommen aus. Denn wenn wir hier mal auf die Rekordliste gucken, dann sehen wir hier beim Muxun Twister Whitefish 2, der Lava oder Iwara 6 Gramm. Naja, deswegen hier einfach voll auswerfen. Eine Geschwindigkeit liegt bei 35, so wie meistens. Warten wir, bis er abgesunken ist. Einholen, Rechtsklick. So. Und das Ganze einfach zusammen fort. Wie gesagt, es kann halt natürlich auch sein, dass ein Hecht beißt. Damit müssen wir eben rechnen, weil Beifang haben wir immer, wenn wir angeln. Da haben wir was. Entweder wir haben Glück und es ist ein Muxun oder es ist ein kleiner Grashecht. Na, komm ran hier. Ist das ein Muxun? Ja, da haben wir wieder einen. Ja, wie gesagt, geht auch recht einfach mit dem Vipsalmon GT1. Ihr seht das, Muxun 1,6 Kilo. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal und see ya!